So, Michael, zeigt mal ein bisschen, wie wir es da gemacht haben mit den Katastrophenschutzdecken. Ja, das mit unserem Styropor-Alu-Roller hat nichts gebracht. Wir werden dann doch. Das ist dann diese Ja, und die ordentlich. knickt halt. Das bringt nichts. Ja, wenn man die nach oben Die ist knickt, nicht man muss flexibel. die Alubeschichtung ja nach oben machen, dann knickt die und ja, es ist nicht so optimal, aber wir nehmen es als Fußabtreter. Also wir stellen unsere Schuhe drauf und wir haben es auch trotzdem vorne auszuliegen. Aber so viel bringen tut es nicht. Am besten sind diese Decken, ne? Die Katastrophenschutzdecken, Ja, die sind die haben wir wirklich jetzt hier gut. drüber gehängt und ja, das geht. Und die habe ich noch mal hier unten hin. Weil hier unter dem Sitz, wo Michael sitzt, also unter dem Beifahrersitz, da zieht es mächtig rein. Richtig dolle. Da ist halt alles hohl und da zieht es von vorne total rein. Ja, da. Und da habe ich jetzt auch so eine Katastrophenschutzdecke richtig dicke draufgelegt und dann zieht das da auch nicht mehr rein. Bei Michael ist es nicht. Weil unterm Fahrersitz, da ist die Batterie, ne? Nee, hier ist die Batterie. Ach Bei so, dir. und wieso ist das bei dir nicht? Ja, ich habe das Auto nicht gebaut, das weiß ich nicht. Also bei Michael zieht das nicht so rein, das ist nur bei mir, oder? Ja, also wie Abend hänge ich dann sowieso alles über die Sitze drüber und dann hat es der Hund auch mummelig, dass es da nicht reinzieht. Huni liegt hier unten drin, aber man sieht das nicht so. Ist zu dunkel. Ja, also die Katastrophenschutzdecken, die sind super. Die können wir echt empfehlen. Ja, ist so. Die haben ihr Werk getan, ne? Ja.